Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bayonetta. Wir sind im Epilog, das heißt im letzten Kapitel dieses Spiels. Requiem heißt es. Und ja, wir gehen einfach mal ganz stark davon aus, dass das jetzt quasi der Final-Boss-Fight wird. Also, bin ich mal gespannt. Was holt das Spiel im Epilog nochmal alles raus? Wir sind auf jeden Fall nicht im Titelsbildschirm, denn wir sind ja nicht mehr wirklich existent. God, there's still time. The left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another. It is the pride of the Umbra Witches. Ach was, wir steuern jetzt Jean? Jan? Jan? Ich habe keine Ahnung, wie man die richtig ausspricht, ist mir aber egal. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und sie scheint von ihrem Gedankenkontrollkram da befreit worden zu sein, durch den Edelstein, den Bayonetta dort gelassen hat. Wir verlieren relativ viel Leben. Haben wir aber locker geschafft hier. Easy. Okay, es geht noch weiter, verdammt. Oh, hi! Wunderbar. Die Goldmedaille nehme ich mal mit. Okay, was jetzt? Verdammt, das war nicht gut. Die Flieger sind ins Weltall, ja? Lauf! So gut. Na, John, you provided me with many blessings. The one and only authentic left eye. Merely seeing it must stir jealousy within you. Your body must yearn to feel a new universe form around it. I have no intentions of gazing upon the left eye. I am here to reclaim my Umbran sister. Ah!
Das war zum Glück nicht knapp. Spring! So. Und Jean wird alle retten. The time has come for Jubileus to return. At last, the Trinity of Realities will know their real ruler, and time will begin anew. Theresa, wake up! Are you insane? Light and dark! Unless both eyes remain, the universe will lose its balance and face another Armageddon! Then this thing should have slept for eternity! Now you must wake up, Theresa. Theresa! Damn you! Open your eyes! Jean. Theresa, you aren't the person I sealed away 500 years ago. You have the strength to overcome this and fight. Finish this! Jubileus. Dia. Nicht die, die kommt ja präsent. Also, mir egal. Riesiges Etwas, was uns angreift. Das sehe ich gerade. Wir müssen also gegen die Schöpferin selbst kämpfen. Mehr oder weniger Gott. Rest, my friend. I'm off to get that black cat. Eine weiße Lebensleiste, das ist, glaube ich, die höchste, die wir bislang hatten. Das ist toll. Wir haben da noch voll viel Leben. Warum haben wir den Schaden bekommen, wenn Jean Leben verliert? Was ist das überhaupt für eine Kameraperspektive? Oh, wir haben Schaden gemacht, das ist gut. Wir gewinnen das, locker. Okay.
Okay, Nummer 1 ist platt. Ach du Kacke. Okay. Nein! Nein! Leck mich! Ich drück die ganze Zeit ausweichen wie bekloppt, aber ich kann nicht ausweichen mal wieder. Ich habe keine Ahnung warum. So, Nummer 2 ist platt. Aber... wir nehmen mal so einen, wir nehmen mal noch so einen. Moment, warte, spring doch! Ah, so. Also, wo soll ich denn eigentlich hin? Hier soll ich hin. Geh drauf, du großes Drecksviech! Jetzt ist also Eis dran. Nummer 3 ist platt. Verdammt, spring! Jawohl, 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 jawohl. Und drauf da! Warum war denn eben ihr linkes Auge das blaue? Warum ist denn jetzt ihr linkes Auge das blaue? Und das rechte, das weiße. Müsste das nicht eigentlich andersrum sein? Jetzt ist es wieder richtig. Obwohl, jetzt sehen beide blau aus, ne? Oh Gott. Nein! Okay, lass mich jetzt mal hier hin. Komm ich da. Warte, ich kann springen? Wohin? Sag mir, wohin ich springen kann! Das ist die falsche Richtung! Na super. Okay, das hat funktioniert irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder hochgekommen bin. Aber es war natürlich genauso geplant. So und so und so. Was war das denn? Wo soll ich denn da landen? Jetzt aber!
nächstes Blatt. Zwei hat sie, glaube ich, noch. Sie sehen aber beide sehr blitzrig aus, die sie denn noch hat. So, nächstes ist Blatt. Damit hat sie nur noch eins. Kann ich trotzdem angreifen? Nö, kann ich nicht. Was ist das? Ah! Und so! Dein letztes! Mal was zu Ende bringen, meine Liebe. Eben eine Göttin plätschen. Und los. Wunderbar. Dann nimm das, Jubiläus. Oh. Ich dachte, ich muss sie in die Planeten lenken. Hm. Nochmal neu.
eineinhalb Jahre später. Was? Nicht dein Ernst. Die war nie im Leben dran. Ich meine, man konnte auch sehen, dass die da einen Meter oder zwei daneben war. Ernsthaft? Oh Gott. Ein Tod wegen Unwissenheit, ein Tod meiner Meinung nach wegen dem Spielfehler, weil der Planet größer war, als die Textur vom Planeten war. Weil wir haben ihn nicht berührt, auf keinen Fall. Ja, nach hinten. Kann ich die irgendwie beschleunigen oder so? Den sind wir eben gegen angeblich. Da ist es endlich vorbei. Und jetzt ist es wohl vorbei. Auch mit mir. Los. Silber. Leck mich. Und das war's. Das war Bayonetta. Ja. Jetzt überraschende Credits. Ich dachte irgendwie ein Endfilm oder sowas. Vielleicht kommt das ja noch nach den Credits. Ja, ich muss jetzt mal ein Fazit zum Spiel abgeben. Ich denke mal, ich habe im Spiel alles gesagt. Also wer das Let's Play komplett gesehen hat, der weiß auch schon, was ich jetzt sagen werde. Das Spiel gefällt mir unglaublich gut.